Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, ich habe es ja angedroht, ich werde wirklich jede Quest mit euch machen. Und darunter fallen natürlich auch die Quests in den kleinen Verliesen hier. Hinter mir ist ein Verlies und da müsste irgendwo eine Quest drin sein, zumindest laut Anzeige. So, genau, geradeaus durch. Eben schauen hier. Es sind nämlich gerade einige Gegner weg. Hier scheint einer durchgelaufen zu sein. Und ja, ich weiß, welche Quest das ist. Da müssen wir nämlich gar nicht für nach hier. Wir müssen allerdings hier vorne hochgehen. Blutiges Tagebuch. Mutter, ich weiß nicht, ob du diese Zeilen jemals lesen wirst. Ich hätte Mathisen nie verlassen dürfen. Das Schleiererbe steht nicht für eine gerechte Sache ein, wie ich dachte. Manche von ihnen sind tatsächlich wahre Patrioten. Doch die meisten sind nur tumbe Schläger. Ich kann das nicht mehr. Den zweiten Eintrag lesen? Heute Nacht werden wir zu Dells Grube ziehen, die alte Mine bei Südfeuer. Sie wollen die Arbeiter dort umbringen. Das darf ich nicht zulassen, oder? Ich muss sie aufhalten. Irgendwie. Ich liebe dich, Mutter. Denke immer daran. Ich liebe dich. Vareldur. So, das Tagebuch nehmen wir mit. Und da wir jetzt sowieso schon mal hier sind, laufen wir hier auch mal schnell durch. Bis zur, bis zur Scherbe. Ja, genau. Du möchtest hier unbedingt angreifen. Ich möchte sie nicht angreifen. Wir sind ein tolles Team, ey. Ja, ich meine, was soll's, ne? Wenn ich hier schon durchlaufe. Oh, da ist noch was drin. Knochen. Knochen sind immer gut. So, den Boss hier hatten wir ja schon. Deswegen laufe ich jetzt hier tatsächlich auch mal mit Vollgas wieder raus. Gehe nach Mathisen. Das ist auch hier in... Achso, falsche Richtung. Guten Tag. Ich muss mal eben hier durch. Tut mir leid. Leider keine Zeit. Ich habe einen Auftrag. Das ist auch hier in Auridon. Das wollte ich eigentlich sagen. Hey, hey, bis wir da endlich wieder raus sind. Wollt ihr nur helfen? Tut mir leid. Und ich wollte hier durchkommen, ohne dass der mir hinterherläuft. Natürlich auch. So, wir sind in Mathisen und wir müssen jemanden finden, der das, ich glaube, das war die, oder? Es tut mir leid, aber mir ist wirklich nicht nach Reden zumute. Ich versuche schon den ganzen Tag eine ruhige Minute zu finden. Ich muss für meinen Sohn beten. Er ist verschwunden, wisst ihr? Das ist wieder die Stimme von Valaste. Euer Sohn? Seid ihr mit Vareldur verwandt? Ja, ich bin seine Mutter. Warum? Es tut mir leid. Euer Sohn ist tot. Ich habe dieses Tagebuch bei seiner Leiche gefunden. Er ist was? Nein! Lass mich das sehen! Ich habe ihm gesagt, er soll sich diesen Narren nicht anschließen. Warum hat er nicht gehört? Am Ende hat er die Wahrheit selbst erkannt. Ich kann stolz auf meinen Jungen sein. Das ist nicht genug. Aber es wird reichen müssen. Ja, und er hat nicht gehört, weil er, egal wie alt man ist, ein Kind ist und seine eigenen Entscheidungen getroffen hat, beziehungsweise treffen muss. Wir haben eine lehrende, schwere, Hansen bekommen. Und die Aufgabe damit dann auch schon abgeschlossen. Ja. Das war mir klar, dass das jetzt schnell gehen würde, nachdem ich dann doch wusste, was das für eine Aufgabe war. Ich werde mal zur nächsten Aufgabe, die jetzt wieder ein bisschen weiter unten ist, rüberreiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist sie. Bitte. Ja, ich weiß, ich hatte schon gedrückt. Sie sind aus dem Nichts gekommen. Vielleicht mit Booten. Sie sind noch nie so weit vorgestoßen. Hauptmann Sirania... Erzählt mir, was geschehen ist.
Maorma-Piraten. Sie haben Südfeuer eingenommen. Mein Hauptmann, meine Mannschaft, alle gefangen. Sie haben die Kontrolle über den Leuchtturm übernommen. Das ist schlecht. Mit Südfeuer als Sammelpunkt können sie ungehindert die Sommersendinseln überfallen. Diese Wunden sehen schlimm aus. Ich kann es zurück nach Vulkelwacht schaffen. Ihr müsst Hauptmann Sirania finden. Sie wird wissen, was zu tun ist. Sie ist eine Gefangene im Maormeerlager unten am Strand. Bitte, beeilt euch. Ich werde sie finden. Kümmert euch um diese Wunden. Ich bin nur gerade am Überlegen, ist das jetzt ein anderer? Aber das ist, ja, das andere war, glaube ich, kein Hauptmann, ne? Die wir. Nee, Moment, wir müssen in die Richtung. Den wir zuletzt da gefunden haben. Nee, ich glaube, da runterspringen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, den Nachtschatten mitzunehmen. Den findet man nämlich nicht überall. Ja! So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja! Hallöchen. Wohlan, Fremde. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kann ich nicht einfach aufstehen und euch begrüßen. Ja, kein Problem. Wir machen einfach so ein kleines Kaffeekränzchen und wenn da nochmal irgendwelche Gegner kommen, dann werde ich mich da schon drum kümmern. Warum haben die Maoma euch gefangen genommen? Sie haben vor, Vulkelwacht zu erobern. Ihr Plan ist es, über den Leuchtturm bei Südfeuer mit ihrer Flotte zu kommunizieren. Wir müssen sie aufhalten. Wir? Habt ihr etwa Wichtigeres zu tun? Antwortet mir nicht. Das war eine rhetorische Frage. Drei meiner Späher werden gefangen gehalten. Befreit sie und sorgt dafür, dass sie mich am Himmelslichtstrand treffen. Ich werde den Leuchtturm erkunden und einen Weg hineinfinden. Das war eigentlich meine Frage, ob sie mitmachen möchte. Aber gut, sie möchte offenbar mitmachen, auch wenn sie woanders hingehen wird. Käse, Käse, Käse. Drei Leute. Nun gut. Der erste ist hier. Dieser Abschaum von Maorma. Sie haben uns überraschend angegriffen. Hat der Hauptmann euch geschickt? Sie möchte euch am Himmelslichtstrand treffen. Der Himmelslichtstrand. Ich weiß genau, wo das ist. Das ist gut. Vielleicht kannst du mir dann zeigen, wo das ist. So, das werden wir jetzt lesen. Könnt ihr gerne auch durchlesen, mache ich jetzt natürlich nicht, ne? Weil sonst wird hier irgendwas getriggert. So, mal eben schauen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht raus, dann geht das Ganze schneller. Ich habe nicht damit gerechnet, ein freundliches Gesicht zu sehen. Holt mich hier raus! Ja, ja, gerne, gerne. Sagt mir erst, woher ich eure Stimme kenne. Nee, das war doch der Vampir, ne? Oder Hochelf? Also Hochelf-Vampir. Egal. Euer Hauptmann möchte, dass ihr sie am Himmelslichtstrand trefft. Geht es euch gut genug, dass ihr es schafft? Es ging mir nie besser. Eine schlaue Frau, unser Hauptmann. Am Himmelslichtstrand haben wir früher immer gemeinsam gesoffen. Das weiß kaum jemand. Da ihr ihn als Treffpunkt nennt, verrät mir, dass das eure Nachricht echt ist. Ja, das ist gut. Es war übrigens kein Vampir, sondern es war der, ich komme nicht auf seinen Namen, der mit uns Kalthafen gemacht hat. Ja, gerne, gerne. Der andere, wo ist denn der andere hier? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde es nicht schaffen, komplett ohne gesehen zu werden. Ich bin gewiss froh, euch kennenzulernen. Diese verdammten Maorma sind nicht die freundlichsten Gastgeber. Hauptmann Sirania möchte, dass ihr sie am Himmelslichtstrand trefft. Der Wunsch des Hauptmanns ist meine Pflicht. Ach, die Stimme kennen wir doch auch. Oh mein Gott, das sind immer so viele Stimmen, die... Wir treffen uns am Strand. Ja, aber warum lauft ihr dann nach oben? Ich muss doch nach unten. Oder muss ich jetzt erst mit der sprechen und dann mit ihr oder alleine zum Strand dahin laufen? Ich habe keine Ahnung. Also, Moment, wo ist sie jetzt? Sie sollte eigentlich... Ah, hier ist sie. Da sind noch die anderen. Sehr schön. Doch, natürlich. Einen mussten wir jetzt mitnehmen. Hier auch noch darüber, um den zu looten. Geht ja mal gar nicht. Moment, da. Leuchtturmwärter Tildur wurde verschont. Ich glaube nicht, dass sie ihn als Bedrohung gesehen haben.
Er sagt, die Maormer senden mit dem Signalfeuer des Leuchtturms Nachrichten an ihre Schiffe. Wir können nicht auf Verstärkung warten. Wir müssen jetzt etwas tun. Was schwebt euch vor? Der Leuchtturm ist aus festem Stein. Aber selbst Stein brennt mit der richtigen Mischung aus Zunder, Pech und Feuersalzen. Tildur kann euch verraten, wo ihr die nötigen Zutaten findet. Verwendet diese Glasviole. Eine gut platzierte Feuerflasche sollte schon reichen. Was werdet ihr machen? Tildur sagt, die Maormer hätten einen magischen Schutzzauber auf die Tür des Leuchtturms gelegt. Ich muss einen Weg finden, um da durchzukommen. Geht, schnell! Viel Glück! Wir haben nicht viel Zeit. Ihr braucht die Feuersalze und Zunderpech, um das Signalfeuer zu zerstören. Sprecht mit Tildur. Er weiß, wo ihr sie finden könnt. Ich wollte euch was fragen. Dann macht schnell. Uns läuft die Zeit davon. Was ist euren Leuten zugestoßen? Sie haben uns überrumpelt. Sie kamen heimlich in Ruderbooten. Sie haben sich ohne den geringsten Mucks mitten vor der Nase der Flotte von Auridon vorbeigeschlichen. Wir haben sie nicht kommen sehen. Ihr wart nicht auf einen Angriff vorbereitet? Südfeuer liegt an der Westküste. Zwischen hier und den Sommersendinseln verläuft eine Meerenge. Historisch war sie immer einfach zu verteidigen. Ich wünschte, ich wüsste, wie sie an unserer Flotte vorbeigekommen sind. Eure Leute sahen mehr wie Schurken und weniger wie Späher aus. Die meisten waren Diebe und Wegelagerer, bevor sie zu uns gekommen sind. Ich habe ihnen einen Neuanfang geboten. Jetzt zählen sie zu den besten Spähern und Assassinen des gesamten Dominions. Leider sind diese Fertigkeiten in einer offenen Schlacht wenig hilfreich. Ja, kann aber auch schon mal von Vorteil sein. Okay. Nein, nein. Obwohl, mit dir kann ich nicht. Diese Maoma sind weit weg von zu Hause. Als junger Bursche habe ich viele Geschichten über die pyandonischen Piraten gehört. Ich dachte, sie wären nicht echt. Erdacht, um Kinder zu ängstigen. Ich habe mich geirrt. Sie sind genauso blutrünstig, wie es uns die Geschichten lehrten. Kann ich euch noch nach etwas fragen? Fragt mich alles, was ihr möchtet. Ihr habt schon mehr als genug für uns getan. Ihr scheint eine Menge über die Maoma zu wissen. Mein Vater war ein Seemann, wie mein Großvater vor ihm. Unser Stammsitz ist voller Trophäen aus Kriegen gegen die Maoma. Sagen wir es so. Meine Familie ist mehr als einmal mit den Meereselfen aneinander geraten. Warum seid ihr kein Seemann? Ganz ehrlich, ich werde schrecklich schnell seekrank. Das war's dann mit der Familientradition, ne? Tja. Ach, mit ihr kümmern und ihr. Machen wir doch mal schnell noch ein Pläuschchen mit allen, mit denen wir reden können. Wir haben zwar keine Zeit, aber das muss sein. Legionär Tanaka ist in schlechtem Zustand, aber er wird es schaffen. Kann ich euch nach etwas fragen? Schießt los! Nein, ich wollte nur was fragen, ich wollte nicht schießen. Ihr scheint eurem Hauptmann große Treue entgegenzubringen. Hauptmann Cyrania ist für uns alle wie eine Mentorin. Sie ist eine der besten Späherinnen in ganz Tamriel. Sie hat höchstpersönlich alle der gebräuchlichsten Karten dieses Kontinents erstellt. Oha! Das will schon was heißen. Mit dir haben wir noch nicht gesprochen, ne? Befreit Auridon von diesem mörderischen Abschaum, selbst wenn ihr dafür meinen Leuchtturm niederbrennen müsst. Ah, diese Stimme habe ich immer geliebt. Was soll ich tun? Eine Mischung aus Zunderpech und Feuersalzen brennt heller als die Sonne. Werft sie ins Herz des Feuers, dann wird der Stein schmelzen wie Butter auf einer heißen Herdplatte. Wo kann ich Feuersalze finden? Die Maorma verwenden auf langen Reisen Feuersalze, um ihr Essen zu erhitzen. Sie sollten einen Vorrat davon im Frachtraum des Schiffes haben, das am Steg vor Anker liegt. Was ist mit dem Zunderpech? Ich habe Vorräte in einer Höhle auf der Rückseite der Insel versteckt. Ihr findet dort einen Sack mit Zunderpech. Mehr als genug, um den Leuchtturm zu Schlacke zu schmelzen. Nun gut, kann ich mit dir auch noch reden? Die Untiefen in dieser Bucht sind tückisch, aber die Maorma sind zwischen diesen Riffen hindurch manövriert, als ob sie ihr ganzes Leben nichts anderes getan hätten. Und das ist ungewöhnlich? Verdammt ungewöhnlich.
Auridon hat eine der feinsten Flotten in ganz Tamriel, aber sie sind einfach an unseren Patrouillen vorbeigeschlüpft, ohne auch nur das geringste Aufsehen zu erregen. Es ist fast, als hätten sie all unsere Bewegungen schon im Voraus gekannt. Vermutet ihr Spione in euren Reihen? Nicht in diesem Trupp. Ich würde für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer legen. Aber von irgendwoher müssen sie ihre Informationen erhalten. Irgendwelche Theorien? Flottenbewegungen, die Route durch die Bucht, die Truppenaufstellungen in Auridon. Es muss jemand ziemlich Hohes sein. Verdammt merkwürdig. Mhm. Und des Rätsels Lösung kann ich dir auch geben. Weil wir haben ja schon die Hauptstory durchgespielt. Das ist übrigens eine der wenigen tatsächlich, die ja so ein bisschen anlehnen an die Hauptstory. Die meisten sind eher so ein bisschen freier, diese Nebengeschichten. Hallöchen, Zunderpech. So, dann müssen wir zur anderen Seite. Es geht aber nicht. Gerade bin ich nur hier vorbeigelaufen, da stand ja noch kein Runenstein. Da müssen wir jetzt das Ganze wieder anpassen, sodass kein Runenstein mehr zu sehen ist. So, die Frage ist, muss ich da auf das Schiff drauf? Ja, ne? Das ist doof. Aber nicht unmöglich, da müssen wir uns halt durchkämpfen. Bleiben Sie ruhig liegen, ich muss nur mal dran vorbei. So, dich will ich kurz lesen. Ursprung der Magiergilde. Oha! Wer das lesen möchte, kann das natürlich wie immer gerne tun. Einfach mal kurz auf die Pause-Taste drücken. Und dann kann man das Ganze durchlesen. So, ich glaube, dich muss ich... Wie lange dauert das, bis er das gemacht hat? So. Kamera rein. Hallöchen, wo finde ich hier die Salze? Ah, hab sie schon gefunden. Bleiben sie alle in ihren Kabinen. Ach, sind leider dahinter. Schade. Hallöchen. Ich kann mal irgendwie Salz mitnehmen. Die hatten was dagegen, dass ich es mitnehme. Deswegen musste ich die leider flach nehmen. So. Das war das Getränk. Ich wollte den Sack haben. Mann. So. Wo war der Ausgang? Hier oben, ne? Rechts rum. Sind die schon wieder da? Geh schon mal schwimmen. Ich bin Pazifist. Ich will hier nicht die Leute alle umbringen. So, sprecht mit dem Hauptmann. Wieso muss ich mit dem Hauptmann sprechen? Ich weiß doch, was ich tun muss. Wo ist der Hauptmann? Da. Habt ihr die notwendigen Zutaten, um Tilduas Feuerflasche herzustellen? Yep. Hervorragend. Ich habe beobachtet, wie die Maormer den Leuchtturm betreten und verlassen. Und dabei habe ich entdeckt, wie sie den Schutzzauber an der Tür überwinden. Wie machen sie das? Die Maormer tragen eine magische Rune, die den Schutzzauber lange genug aufhebt, damit sie hinein können. Stehlt eine solche Rune von einer ihrer Patrouillen in der Nähe des Leuchtturms. Verwendet sie, um den Schutzzauber aufzuheben, und schon seid ihr drin. Ihr müsst euch beeilen. Sie sind kurz davor, ihrer Flotte Signale zu senden. Das klingt eher einfach. Alles ganz simpel. Bis der Leuchtturm zu brennen anfängt. Ihr könnt nicht auf dem gleichen Weg zurück, wie ihr hineingekommen seid. Und ihr könnt euch auch keine Flügel wachsen lassen, um einfach davon zu fliegen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Sie wird euch zurück zum Treffpunkt am Himmelslichtstrand befördern. Ja, das ist doch mal nett. Okay, das nutzen wir. Ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt besser wäre, ob wir jetzt links oder rechts rumgehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe aber... Oh, spring bloß nicht. Ich habe aber leider was gesehen, was hier oben ist. Ja, ich komme gleich raus. Ja, ich wusste. Ich bin natürlich von der falschen Seite rumgelaufen. Moment, oder muss ich jetzt...
Da muss es doch einen Weg hoch geben. Lasst mich raten, den hätte ich jetzt von der anderen Seite aus nehmen müssen. Der arme Kerl, wo ich immer wieder dran vorbeilaufe, denkt wahrscheinlich, er hat Halluzinationen. Oh, stopp. Oh, stopp. Das ist Platinflöz. Das lässt man nicht liegen, wenn man das am Rand sieht. So, ich brauche aber einen Weg nach da oben. Ah, machen wir es doch so. Wir stürmen die Burg. Die finden das toll, habt ihr gehört? Ach so, ja, okay. Hier muss ich natürlich kämpfen. So, hallo, wo waren meine Gegner? Habt ihr vielleicht einen Schlüssel? Ihr habt auf jeden Fall einen schweren Sack, sehe ich gerade. Ah, das sieht gut aus. Und das sieht auch gut aus. Nein, nein, nein. Soll's? Ja. Hallo, ist jemand zu Hause? An die Schleierkönigin. An die Schleierkönigin, künftige Herrscherin von Auridon. Unser Vorhaben, Südfeuer als Sammelpunkt für unsere Besetzung von Auridon zu nutzen, ist in vollem Gange. Der Leuchtturm ist jetzt unter unserer Kontrolle und ein mächtiger magischer Schutzzauber verhindert, dass jemand außer unseren vertrauenswürdigsten Agenten ihn betritt. Wie bereits besprochen, werdet ihr unseren Agenten in Südfeuer weiterhin aktuelle, genaue Informationen darüber zukommen lassen, wie die Enge von Auridon befahren werden kann und welche Flottenbewegungen von altmährischen Schiffen in der Gegend geplant sind. Sie werden die Informationen mittels des Leuchtfeuers als Leuchtturm verschlüsselt an unsere Schiffe weiterleiten. Als Entlohnung für diese Hilfe werdet ihr zur Vizekönigin von Auridon ernannt, sobald unsere Herrschaft über Summer's End gesichert ist. Möge euer Bug, wollte ich gerade sagen, möge euer Bug stets auf den Wellen tanzen. Meeresfürst Malerod von Pyandonia, Führungsstab der Maoma. Ja, dann wissen wir auch schon, wer hier die Befehle erteilt hat. Und alles weitergegeben hat. Oh, was macht ihr denn da? Hallo, ich muss da durch. Hallo, macht mir das mal. Ich drücke hier schon dreimal auf meine Speerscherben. Und die denkt sich, nö, ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Das muss schneller gehen, Jungs. Ich bin zwar schon über 40, aber das heißt noch nicht, dass ich keine Reflexe habe. So, zerstören. Moment, ich nehme erstmal das Fass mit. So, zerstören. Ha. Teleportieren. Habt ihr das gerade gesehen? Das Leuchtfeuer des Leuchtturms ist explodiert. Ja, ich sehe es. Der Turm steht in Flammen. Aua, ich habe in die Sonne geguckt. Wie konnte das passieren? Was machen wir jetzt? Jetzt wollte ich den Diese grad Invasion angreifen. Ist vorbei. Ohne Signale für ihre Schiffe können die Maormer nicht durch die Untiefen manövrieren. Sie werden umkehren oder nach Pyandonia zurückschwimmen müssen. Ganz Auridon steht in eurer Schuld. Gute Arbeit. Was wird jetzt geschehen? Wir gehen nach Vulkhil Wacht und kommen mit Verstärkung wieder. Morgen zu dieser Zeit wird Südfeuer wieder uns gehören. Und die Invasoren werden nicht mehr als eine böse Erinnerung sein. Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Ihr werdet unvergessen bleiben. Ach, das hat man mir schon so oft gesagt. Wir halten einmal intrikate Beine vom Set Zwillingsschwestern. Und wer das nicht weiß, also an alle Neulinge von euch, intrikat steht auch drunter, gewährt beim Verwerten 285% mehr Inspiration und zusätzliches Material. Das ist wirklich einiges. Also gerade wenn ihr irgendwas leveln müsst, wie in diesem Fall jetzt die Schneiderei, dann hilft euch das schon mal einen guten Satz weiter. Ja, hier ist dann für heute nichts mehr zu tun. Ich würde sagen, ich suche mir mal einen neuen Punkt, wo es noch eine Quest hier in Auridon gibt, eine neue Nebenquest, und dann sehen wir uns dort in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.